interessant eingestellt. Also, das ist, glaube ich, so einfach so, so fix und fertig. Kannst natürlich alles umstellen, aber die reichen halt nicht. Habe ich auf dem Google Drive hochgeladen. Ich habe das einfach mal so geedit. Aber momentan braucht man es ja nicht. Momentan braucht man nicht kaum irgendwelche Dinge. Grundauto, nur die Strecke ist halt custom. Ich bin gestern 2 Minuten Formel 1 gefahren oder 1 Minute. Da kam jemand rein und hat sofort gefragt, ob das ein Formel 1 Server ist. Ja, und hast du gesagt, so um Gottes Willen, bleib mir bloß weg mit dem Dann Scheiß, habe ich ich bin gerade gesagt, ja davon leider los. nicht. Ich fahre gerade hier ein bisschen Singleplayer, um Strecken und Autos zu testen. Ich hab halt Strecken getestet. Einmal GT3 konform, einmal Formel 1 konform. Gigantisch. Ich habe die ersten 5 oder 6 Formel 1 Strecken getestet im Kalender. Und die waren echt gut. Also die waren super für GT3. Ich habe mit McLaren, mit meinem Setup alle getestet. Die waren echt stark. Also GT3, super Feeling auch und mit Formel 1 auch. Ich hatte heute Morgen, bevor ich gearbeitet habe, noch ein cooles Add-on gesehen, was mir beim Setup erstellen helfen kann. Da siehst du dann wirklich für jeden einzelnen Reifen, wie der auf dem Boden brennt. Keep Racing. Hey Jeroka, ich sehe dich jetzt erst im Chat. Hey Jero. Sack. 25, Keep Racing. 25 Liter, ne? Für 12 Runden. Ja, ich habe mich jetzt an das gerichtet, was du gesagt Das hast. stand bei mir oben. Ich habe jetzt 26 Liter mal. Ja, das stand bei mir in diesem Teil da. Dann, have Ist doch fun and good egal. luck. Und keep racing. Gute Nacht, Jero. Schlaf schön. Bist du schon alt, musst früh ins Bett. Ich weiß ja, ich weiß Keep ja. lurking. Genau. Steht denn irgendwas? Ach, die ist halt da oben. Gott, ich habe nie wieder einen starken. Wir müssen es machen. Rolling Start am besten. Das ist bei ACC auch so. Oh. Ihr müsst mir auch Platz lassen, wieso drängst du Techni? So drängst du mich da Was? raus? Das ist ein Rennen. Wir sind keine Freunde mehr. Ey, ich hätte direkt reinrammen können, aber ich habe gesagt, es ist mir kein Millimeter Platz gelassen. Direkt von der Strecke gerammt, ey, krass. War das Auto gerade das erste Mal? Es tut mir leid, es war nicht So eine Drecksau. Ich habe so viel Platz gelassen und er drängt mich davor raus. Nein, der hat einfach gerade ausgebremst. Es tut mir leid, war echt keine Na Absicht. klar, du Streckensau. Oh, nicht ram, nicht ram, nicht ram. Oh nee, 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 ich mach den Fehler, hab mich verschaltet hier. Ich hab den Fehler gemacht. Oh, und der andere rennt voll in mich rein. Na, das war's. Ich bin AFK 18 Minuten. Was? Ja, was soll ich machen? Ich hatte halt ein. Boah, toll, super. Ja, super. Ja, dann erinnere dich nochmal in mich rein. Lass mich, ich bin noch hier kaputt. Ich muss hier. Naja, was soll's. Dein AFK 18 Minuten. Box reparieren und weiter. Ja, Ist noch nicht das vorbei. Lächeln. Das ist kein Spaß so. Da kann ich gleich Qualifying hinten fahren, weißt du? Gute Laune direkt dahin. Ja, das ist halt. Was willst du machen? Natürlich kann ja passieren. Das ist halt das, was ich halt auch manchmal mache. You're all clear, stay.
line. Sind jetzt eine ganze Runde vorne oder was? Und man holt schon auf. Weißt du, wie sich das anfühlt, wenn die ganze Zeit da einem der Teufel im Nacken sitzt? Ja, ja, würde ich auch gerne haben, aber so ist es echt. Ich warte mal. Wir hören das dann in Viertelstunde. Was? Was soll ich denn hier fahren, wie so eine Idee? Schau mal, Axel, dazu. Ich stelle wieder auf Quali gleich. Ich hab meinen Spaß gehabt. Wer hat gern so da mitgefahren, weil ich fahre die ganze Zeit weg. This lap for Zentran, 145.66.
Gino, 10 minutes to go. That's 10 minutes left. Halfway home. Fuel looks good.
minutes to go. Come on, keep it together. We'll be on the podium here. That's 2 minutes left. 2 minutes. Hallo Testi, na wie läuft's? Rennst du noch? Ach so, ich habe mein Mikrofon gemutet. Ich hab's gleich ausgenutzt, mich kurz hingelegt, weil ich hatte vorhin so starken Krampf und ich konnte das nicht entspannen. Hab ich gleich ausgenutzt. Hallo Tucho.
Ja, GG, erstes Rennen nach. Lang war, haben wir kein Rennen mehr gemacht. Mehrere Wochen. Hat Spaß gemacht. Ja, ich hatte einfach keine Lust, da hinten rumzufahren. Was soll ich dann? Kann ich gleich Quali machen, weißt du? Dachte ich, tu da ein bisschen. Ja, also der Wagen ist sehr geil. Es macht schon Spaß, mit dem zu fahren. Tu da ein bisschen, tu da ein bisschen kämpfen. Mit dem Einfahren. Ja, das ist bestimmt nett. Okay, jetzt dann gleich auf den nächsten Wagen. Oder? Jedes Rennen andere Wagen. Na klar. Am besten jetzt den Honda. Das Honda-Auto. Ne, ich guck mir jetzt erstmal das Replay an, was ich da verbrochen habe am Anfang. Wie schlimm das wirklich war. Gar nichts hast du verbrochen. Alles gut. Ich hab mich halt da gedreht einfach. Nach der Schikane in die Linkskurve habe ich mich einfach gedreht. Ich hatte den vierten Gang, habe dann hier in der Kurve den dritten geschaltet und habe mich gedreht. Weißt du? Und dann stand ich ja halt quer und dann ist man halt einfach reingerannt und dann ist ja auch, ist ja GG. Hey Tucho, was, das gleiche wie immer. Wie ist der Himmel bei euch heute? Muss ich mal irgendwas Neues fragen. Da hat es mich auch fast ein paar Mal zerrissen. Ja, der Himmel ändert sich doch jeden Tag, oder nicht? Bei uns ist schon bewölkt, aber es ist trotzdem sehr, sehr schwül und sehr heiß. GG. Sehr schön. Ja. Dafür habe ich jetzt 3 Wochen trainiert. Jeden Tag 8 Stunden wie so ein Schwitzer. Um vom vierten Gang in den dritten zu schalten, mich dann zu drehen, weißt du? Motorbremse, glaube ich. Auto. Genau, für Schwitzen trainiert. Nee, der hat den Start gar nicht drauf. Das gibt's ja nicht. In meiner Wiederholung gibt's den Start nicht. Oder? Ich weiß gar nicht, wo du überhaupt Wiederholung hast. Ein Content Manager oder was? Oder wo hast du sowas überhaupt? Ich sehe nur mich jetzt gerade hier. Ja, wenn ich das Rennen beende, kommt im Content Manager Wiederholung. Zeichnet der nicht vielleicht nicht unendlich auf oder so? Nicht. Irgendwie ist hier bei der Anfang. Vielleicht macht er nur ein paar Minuten oder so. Von Runde 6. 7. Kann ich fahren oder was? Hm. So, ist gleich zu Ende hier. Das müssen wir nochmal einstellen, das ist ja schade. Das hätte ich jetzt gerne gesehen. Kann bestimmt einstellen, wie lange aufnehmen soll. GG, Xentran. Und GG, TG. Ja, einfach blöd Fahrfehler gemacht. Fertig. Das war's. Dann direkt ausgenutzt. Ich hatte so Krampf vor, ich musste richtig aufstehen immer wieder. Hab mich hingelegt, kurz entspannt und dann passt das. Weiter geht's. Das heißt, ich muss noch mehr trainieren, Technik. 8 Stunden am Tag reicht nicht. Ich tue das auf 12 hoch. Aber Auto. Okay, also ist das nice, geht nach, ne? Zeit. Okay. Geht nach Qualität. Auto ist nice. Auto macht Spaß.
Huch. Hallo Sinkri. Steht da verlängert. Dankeschön für die Verlängerung. Ich fühle immer Verlängerungen. Aber ich habe es nicht an jeder Stelle notwendig. Also zumindest am meinen Fingernägel nicht. Dankeschön. Was sagt Xentran zum Auto? Schon, ne? Ist halt Stock. Ist halt dabei im Spiel. Und ich habe auch eine Mod vom URD Ultra Race Department, wie die heißen, die 21er Version. Die können wir ja mal auch testen. Ich dachte, wir fahren vielleicht nochmal so zweiter Rennen mit dem gleichen Auto und dann können wir ja das Laster oder switchen. Aber habe ich gesehen gestern, habe ich gesucht und geschaut, Herr S. von Kunus, ist doch der Hersteller. Und dachte ich mir, okay, ich muss gar keinen Content verändern am Server. Strecke ist jetzt 1-2. BMW habe ich auch geupdatet, den einen, dass der, wie heißt er? Der Content Manager nicht meckert. BMW ist neu, Strecke ist geupdatet. Alles klar. Danke fürs Rennen. Ganz verdammt. Rest kommst später, lol. Danke dir, für 20 hier. Rest kommt später, danke hier. Danke dir, Sinkri. Einfach so 20 rausgehauen, oder was? Du meinst, nachher kommen die nächsten, später kommen die nächsten 2000, alles klar, dankeschön. Kuss, Kuss. Verdammt, 5 Minuten noch da, schnell, wir müssen weg. Vielen herzlichen Dank hier. Hat dein Geschäft auch geklappt? Vielen, vielen Dank für den Support. Ultra. Oder hier. Dankeschön. Noch ein SimHub OBS Connector. Kein Ding, das freut mich. Das ist echt wild. Ist echt wild. Und das ist kein Ding, das ist schon eine Menge. Ich übernehme hier. Deine 3080 Ti zahlt sich nicht von alleine. Hier habe ich halt echt einfach vom vierten, dritten gefahren. Geschaltet. Motorbremse habe ich dann gedreht, weißt du? Dachte ich mir, scheiße. Diesen Fehler, den mache ich halt immer wieder mal. Aber jetzt im Rennen, erste Runde war nicht so geil. Aber richtig schön entspannt gerade. Bisschen. Habe ich lange nicht mehr gehabt, dass ich aufstehen musste und Krämpfe hatte. So beim Rennen, so extrem. Also beim Rennen, ja, beim... Bist du gerade vorher rausgeflogen? Achso, ich hatte ja jetzt nicht aktuell den Krampf, sondern ich hatte die Stunde davor ziemlich viele Krämpfe, musste immer stehen bleiben. So. Und da habe ich es einfach ausgenutzt, habe mich kurz hingelegt, dass die von vorne auch ein bisschen entspannen. War schon besser, aber irgendwie waren die immer auf der Lauer. Weißt du, wenn ein Krampf immer so auf der Lauer liegt?
Der Xandra. Der easy vorbeikommt. Ich versuche gerade den Text von Synchro zu lesen, während ich ihn versuche hinter mir zu halten. Ich muss mit Überstunden ausgezahlt bekommen. Dann bekomme ich am 8.29. nochmal dann 12 normales Geld. Zwischen 15. Krass, das ist ja. Das ist ja gigantisch. Geil, Mann. Das ist ja gigantisch. Freut mich, freut mich. So, mein Schnucki her kommt nicht heute. Dann mit Meldung, es verspätet sich. Ui. Aber ich habe den Fuß von meinem alten geklebt. Oh Gott, klingt pervers. Wenn du eine DIY-Lösung basteln willst, Gex, schicke ich dir den gerne zu. Kannst dich ja mal, wenn du Zeit hast, zu mich da einlesen oder Videos schauen. Mal gucken. Mal guckst, was man da machen kann. Wenn du da Bock drauf hast. Das finde ich schön, Zwinkri, wenn es entspannt ist. Das ist echt selten im Leben sowas. Ne, kennt es ja. Kennt es ja. Finde ich gut. Und danke, dass du mich nicht vergessen hast. Meinst du denn, sowas ist was für mich? Das musst du entscheiden. Ich kann dir nur das Angebot machen, dir das zukommen zu lassen. Weil du in Luxus schwebst und das Gold dir die Sicht versperrt. Ja. Ach, du meinst Sinclair. Ja, ja. Mir ist gerade nicht viel Luxus. Muss mir sowas mal anschauen auf Videos oder so. Das ist natürlich per Kabel, oder? Oder ist es mit Akku? Per USB. Und wie dann die andere Seite machst, weiß ich nicht. Also mal gucken, ist es dann vielleicht sehr viel Kabellage wieder hier vom in der Küche noch. Vielleicht noch ein bisschen Kabel verlegen. Also erstmal würde ich jetzt erstmal nee sagen. Weil ich erstmal versuche, so zurechtzukommen, wenn ich Interesse daran habe, ist bestimmt das günstiger als 200 Euro zu zahlen für neues Lösung. Zwei Zimmerwohnung in einem 10er Block Altbau. Hey, zwei Leute, zwei Zimmer, was willst du mehr? Ein Zimmer zum Rammeln, das andere Zimmer zum Rammeln. Fertig. Ja, das wird dann schön. Schau mal. Zwei Zimmer zum Rammeln. Wunderbar. Kann sie sich nicht so vor dir verstecken. Ist doch schön. Nicht so viel suchen. Der Oliver hat mich gestern Abend besucht. Technisch, stell mal vor. Welcher Oliver? Ja, der Oliver. Der Playing Oliver. So, im Chat oder was? Nee, im Discord. Your
Ja, schön. Wir spielen da alle mal. Wie geht's denn denn? Ja, passt soweit. Vielleicht kriegt er bald wieder mehr Lust. Also überhaupt Lust wieder zu fahren. Vielleicht besucht er uns dann. Hat aber öfters zugeschaut, er wusste sehr, fast alles, was ich ihm erzählt habe. Auch mit Nürburgring und den ganzen Autos und so. Hat sehr viel geguckt. Gelurkt. Schön. Ich muss sagen, das Auto ist schon cool. Schon heftig. Irgendwie fehlt mir da doch irgendwie der Reiz und der Kick. Weißt du nicht? So ein bisschen dreckig brauche ich das. So Steps ist der like. Nicht so ganz normal. Weißt du? Schade, dass du den Anfang nicht hast zum Rennen. Ich habe eigentlich den besten Start gehabt fast. Aus Versehen. Ich hatte den besten Start. Ja, ärgert mich auch, dass der nicht da ist. Kann man das einstellen, dass er länger aufnimmt oder was? Ich weiß gar nicht, was du gerne aufnimmt überhaupt. Ja, kannst du einstellen. Hast du das konfiguriert oder wie? Ja. Wie lange hast du gemacht? Ich weiß nicht. Macht er nur Rennen jetzt oder was macht er? Oder immer? Weiß ich nicht, ob der bei Session startet oder nicht. Bin ich jetzt mir nicht sicher. Ich hab's wie gesagt gerade erst installiert, ne? Achso, ich dachte, das ist der Content Manager selbst. Läuft falsche Stand. Ja, Entschuldigung. Installiert war das, war der falsche Ausdruck. Eingestellt. Ich hab halt grad mal reingeguckt, ja. Achso. Eingestellt. Ich dachte, vielleicht wär's doch noch eine Motorräder-App, was ich verpasst habe. Aber ich muss dir sagen, gestern als du weg warst. War's cool, ne? War ich halt so bisschen einsam. Normal, kennst es ja. Und dann habe ich halt wirklich noch. Bisschen was getestet an der Strecke. Ich war so begeistert auf einmal, dass wir haben so eine geile Zukunft, sage ich dir, im Spiel noch. Wenn wir alle zwei, drei, vier Tage Strecke wechseln und immer wieder mal ein paar Autos switchen. Ein paar Kerl Autos drin lassen und mal so ein, zwei Autos testen. Also ist noch eine Menge. Und auch gute Strecken. Also es ist ja. Ich nehm die halt aus dem Rennkalender von der Rennserien. Also aus den Rennserien, aus GT, also Formel 1. Formel 1 aus GT und sowas, ja. Ja, zum Glück kreuzen die sich ja. Gut, der hier, also Nürburgring. Ich hab sogar gesehen heute, dass sogar Nürburgring aktuell, weiß ich nicht, wie lang es noch ist, oder zumindest bei ACC die Woche drin ist. Ja, fand ich auch lustig. Wir haben es schon geschafft, weißt du? Ja. Haben es vorher gehabt. Ich weiß nicht, wann der Wochenende set ist. Nur gesehen, dass du welche fahren auf dem Nürburgring. Ich glaube, und die haben halt auch einmal die Woche wechseln die nur. Ja, und der, ich hab da so einen Rennkalender von Formel 1. Aber nicht nur die übliche Strecke, die sie jetzt so fahren, auch die sie alle gefahren sind, ein paar, die ja doch nicht im Kalender sind und die sind halt von anderen Serien auch mit drin. Das sind halt. Oder 23 offiziell. Bloß dann ist halt draußen, das zählt halt nicht mehr so, aber ist ja egal. Kann man ja trotzdem fahren. Ist ja wurscht.
Und dann noch welche, die rausgenommen worden sind, wie zum Beispiel Türkei ist, glaube ich, nicht drin. Nicht mehr drin. Portugal ist, glaube ich, nicht mehr drin. Das sind auch schöne Strecken. Portugal zum Beispiel. Okay. Und ich muss sagen, ich habe gestern Bahrain getestet. Boah, Alter, die Grafik von der Strecke und allem. Boah, kannst du dir nicht vorstellen. Also, ich hab Bahrain getestet, Aserbaidschan getestet, Australien getestet. Boah, ich dachte mir, ich habe halt getestet, ob man die Strecken mit GT3 und so fahren kann, mit dem McLaren Ultra. Ich habe alle Strecken mit McLaren getestet und mit dem F1. McLaren so, keine Ahnung, random 3 bis 5 Runden und Formel 1 ähnlich. So, dass ich mal alle approven kann. Und ich muss sagen, dass mit McLaren haben die Strecken schon eine Menge Spaß gemacht. Besonders Monaco. Also Monaco mit GT3 viel entspannter als Formel 1. Und das ist eine neue Version von Monaco, die ist so heftig. Also, was dann noch kommt, ich dachte mir heftig, was für Grafik und so. Trotzdem schrieb jemand im Chat, ja, ist trotzdem kein Vergleich zu ACC, dachte mir, traurig. Ich dachte mir, cool, komme ich so ein bisschen an den Automobilist auch ran. Naja, Meinungen, Schmecker, ne? Nichts drauf geben, ist immer... Ja, also sowieso nicht. Ich fand's nur heftig. Auch die Tribünen und die Dinger und alles, also brutal. Also die Tribünen, die Werbung und so. Ja, gell? Kurt, sagst du was? Was nur nervig war, Zuschauerjubel. Das ist manchmal so laut, du erschreckst dich voll. Strecke so toll gemacht und dann Zuschauerjubel. Ich weiß nicht, ob ich das aushalten kann. Jede Runde. Wo ich letztens noch erzählt habe, dass die Rennfahrer gesagt haben, die Atmosphäre an der Strecke war so geil, wo ich noch überlegt habe oder gefragt habe, das hört man doch gar nicht im Wagen. Also, weißt du? Das ist, wenn du einem gewissen Stück vorbei bist, kommt dann Jubel, so richtig lauter Soundfall. Wenn du aber an der Stelle stehen bleibst, hört der Jubel nicht auf. Ja, dann jubeln die ja noch mehr. Mhm. Ja, Wude, das würdest du gern wissen. Was habe ich jetzt für Reifen? S, oder? Ich habe mal S gelassen. Aber weißt du, wann ich erst gestern Schluss gemacht habe, Techni? Nee. Nach 2. Okay, da war ich ja schon fast wieder wach. Bin seit kurz nach 3 wach. Ui. Na, dann bin ich dann gerade eingeschlafen. Ich habe gesehen, dass du noch was geschrieben hast, irgendwann um 7 habe. Mit, was? Baguette, Roulette und noch irgendwas. Das sehe ich dann immer, wenn ich pinkeln gehe. Was war denn da? Achso, ich glaube, ich habe Roulette gespielt. Genau, deswegen hast du dann Baguette auch noch geschrieben. Ja, und Annette. Ach, Annette auch noch. Ja, irgendwas war da noch. Schade, dass Wudo nicht AC hat, sonst könntest du mitfahren. Das wäre auch Ultra. Auch wenn du üben musst mit Bremse hin oder her, drauf geschissen. Du, wir üben alle und wir können es alle nicht wirklich gut. Und Jens ist ja auch, hat ja von Null angefangen. TG ja auch. Also von daher, wir fangen alle von Null an. Und Bremsen ist das Schwierigste am ganzen Spiel, finde ich. Also in jedem Spiel. Bremsen ist wild. Wer bremst, verliert. Genau. Ja, das sagst du jetzt, Kurt, weil du Fan bist. Das ist Sicht deines Fanboys, weißt du? Du bist ja AC-Kurt und nicht ACC-Kurt. Assetto Corsa-Kurt. Ja, aber eigentlich enthält der das ja auch beides dann sogar. Wow, okay, das tat weh. ACC akut, ja. Da habe ich letztens 2 genommen, weil ich dachte, dass vielleicht der Scheiß Schleim rauskam, man kann es vergessen.
Kurt akut. Ah ja, ich habe gerade gesehen, dass von Loki da hier neue Serie rausgekommen sind, Headset. So, ich dachte auf Netflix. Von Logitech, na klar. Hardware. Was? Headset. Tastatur und... Also ich hab nicht weitergeschaut, irgendwas fehlt noch. Keyboard. Ne, Tastatur ist der Keyboard. Verdammt. Ich weiß nicht, Maus? Ich glaube Maus, oder? Müsste ja passen. Ich bin noch heute so in diesem gemütlichen Fahren irgendwie. Das ist schön so. Oh, Race Room möchte ich mir auch anschauen. Auf jeden Fall safe. Weil der Ron ist auch ein riesen Race Room Fan. Und Race Room hat mir schon früher gefallen. Sag mal, ich hab mal früher so ein bisschen R-Factor probiert, bisschen Race Room und AC, als es halt in der im Alpha war. Aber du hast doch schon nochmal geschlafen, oder? Nach drei oder gar nicht mehr? Nee. Hä, was hast du denn gemacht die ganze Nacht? Oh, ein bisschen YouTube-Videos geguckt, Kleinanzeigen geguckt, so, dann ich Kaffee da. Gekocht und dann Rechner gesetzt. Dann kann man zu arbeiten irgendwann. Okay. Ich habe eigentlich nur die Alpha gezockt und jetzt. Also ich habe die 0.1er-Version gezockt und jetzt. Also das ist für mich ein wilder Umstieg. Okay, das Handy entlädt zumindest nicht, dann passt es hier. Was ist denn da? Mit denen. Also, da sagt das Mikrofon in der Kamera, ich dachte schon. Ich voll einlenke, boxe ich das ja wieder. Und sich schon, dass ich die Hand so verbiege. Ja, jetzt haben wir Quali. Weiß nicht, ob das von den Zeiten so passt. 20, 15, 20. Ich wollte das so ungefähr, dass das halt eine Stunde alles dauert. So. Hast du noch irgendwas am Setup gebastelt? Ich habe den Reifen oder gehört. Ja, Reifendruck und ein bisschen Tiefe habe ich mir gemacht und Tiefe? Ich habe mir dieses Setup-Programm mal installiert, aber da komme ich noch nicht ganz mit klar. Muss mir gleich nochmal angucken. Wenn das Setup fertig ist, dann reißt mir das mal. Probier es mal aus, bewährt es. 5 Euro. Gibt da 4,50. Okay, dann kriegst du aber auch die Random-Click-Variante. Reicht doch. Wenn Random zum Sieg wird, ist mir das ja egal. Ich hab noch was vergessen, naja. Ich mir jetzt Brake hier die, ne, die Brems, wie nennt sich das noch? Bremsbalance aufs Lenkrad gelegt, dann
müsste ich dafür nicht extra in die Box. Ach, stimmt, das habe ich auch vergessen. Wollte ich nochmal nachschauen, wie es bei dir ist. Ja, die ist aber gut, glaube ich. Also. Ich denke auch. Also, generell ist das Standard-Setup okay und das andere Standard-Setup von dem 2021 fühlt sich auch gut an. Also, das ist. Da muss man. Da musst du auch dein Live-Log nochmal ändern, das ist optimal angepasst. Ich habe gestern Abend noch getestet, ob er mit diesem Auto rankommt an die Zeiten. An unsere Zeiten. Und geht ja, kommt mal ran. Ja, geht klar. Ich konnte zwar gestern Nacht um 2 nicht mehr genau die Zeit fahren, aber fast. Ganz knapp. Und ich merke jetzt gerade, ich fahre jetzt nicht besser 2 in der Nacht, das ist egal. Und ich wollte gestern gar nicht aufhören, Techni. Aber der Körper. Das denke ich mir, wenn der erst um 2 im Bett war. Naja, so eine Stunde mit Dolly halt gelabert, da habe ich ja nicht gespielt in der Zeit. Da habe ich kurz Päuschen gemacht und danach, als er weg war, kam ich ja wieder auf Ideen. Oder wir haben dann geredet wegen dem Porsche. Aber wir fanden ihn ja auch in Ding ganz gut, in Assetto Mobilista 2. In Fahrrad Mobilista 2. So fand ich ihn halt gut. Weil er gar keine Hilfen hatte, aber der hat doch TC. Und Olli hat gesagt, der hat da nicht keine Hilfen, hat er nachgeschaut in iRacing oder doch ein bisschen TC. TC hat er ja. Ich fahre jetzt schon eine Sekunde langsam, ist meine Bestzeit hier. Ich weiß gar nicht, welche Zeit er misst, mit meiner Zeit aus dem Practice oder was? Und was misst er denn eigentlich hier? Jetzt bin ich schon 1,3 hinter meiner Zeit. Ich muss sagen, fährt sich nett. Doch gut. Habe ich schon gesagt, ein bisschen öde, so ein bisschen. So zu sauber oder so, ne? Willst du nicht? Ja, da musst du was ändern. Da fehlt mir der Schmutz. Ich will es mir nicht schwerer machen, als es eh schon ist. Your lap time was 48.63. The leader's just done it. 47.53. Ganz ruhig, Kurt. Kurt wieder größtenwahnsinnig. Okay, in der Kurve wird 0,3 verloren, vielleicht auch einen zweiten schalten. Anders fahren, weiß nicht genau. Und ich verliere hier eine halbe Sekunde. In der Schikane alleine. So wild, sage ich dir. Und ich finde es geil, dass das Auto leuchtet, wenn ich Haftung verliere. Was macht das Auto? Leuchtet. Diese blauen Dinger leuchten, wenn du Haftung verlierst. So, das ist das, okay. Total nice. Bei mir hat so voll die Disco manchmal. Ja, dann, wenn du das dreckiger haben willst, dann müssen die ganze Zeit an sein, ne? Ja, ja. Gestern Nacht war das geil im Dunkeln, Disco hier. Jetzt. Mein Quali gesetzt, neue Reifen. So. Müssen wir was riskieren hier, weißt du, als Zweiter. Wer? Ja, ich. Bist du vor mir? Nein, ich bin Zweiter.
Wie normal. Your exit looks clear. Stay behind the line. Mit dem Fehler vorhin habe ich Angst. Risiko. Ja, sagt nach 2 Meter, what's your rear tire temperatures, they're getting hot. Aber ich bin aus der Box gefahren. Irgendwie ist mir das nicht so stabil genug hier in den S-Kurven am Schluss. Sektor 3. Das ist mir nicht stabil genug. Nicht stabil genug. Das Heck. Ein bisschen okay. Bremsbalance verändern. Vielleicht ein bisschen. Nur ein bisschen nach vorne noch. Noch nicht wirklich. Weiß nicht. Er übersteuert halt enorm, finde ich. Ich dachte schon, ich mache die Regel von iRacing, dass man maximal 2 Qualifier-Runden fährt. Und wenn man einmal rauskommt, ist es gestrichen. Das ist schon hart, oder? Ja. Aber es. Kommt schon noch morgen am Progress. Bin noch nicht sicher, ob alles gestrichen ist oder nur die Runde. To watch your left side tire temperatures. Okay, ich verliere in dieser einen Kurve echt so viel. Krass. Oh Gott. Das hat mich 0,4 Sekunden gekostet. Ich bin mit dem hintersten Reifen kurz. Kurz in eine. Oh, das ist so aggressiv hinten, Mann. Also das Heck bricht mir immer aus. Sehr, sehr einfach, warum auch immer. Easy übersteuern hier.